Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Sörenbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Okami HD. Heute gucken wir uns unter den Geschenken das zweite Areal, die Musik, an. Ich weiß noch nicht, wenn es aus irgendeinem Grund zu lang dauern sollte, muss ich es vielleicht splitten, aber ich weiß halt auch nicht genau, wie viel es ist. Wir werden uns auf jeden Fall nicht jeden Track voll anhören, aber einfach mal in jeden reinhören. Und ja, das ist der Sinn des Videos, ne? Ja gut, das haben wir schon genug gehört. Ich werde auch wahrscheinlich nicht sonderlich viel zwischendrin reden, weil bei der Musik stört das eigentlich nur. Aber man merkt schon, dass der Stil halt gefühlt immer derselbe ist. Okay, an den habe ich mich nicht mehr erinnert. Können wir eigentlich drüber reden, wie jeder fucking Name deutsch ist und dann kommt, ist uns Theme. Das ich sowieso nicht mag. Jetzt bin ich auch mal gespannt, in wie vielen Tracks. Wir machen das jetzt erstmal kurz. Ich denke, das wird hier sein. Denn, welches ist es? Das hier. Dieser Track ist in so vielen in diesem Spiel drin. Deswegen mache ich ihn jetzt und wir gucken, in wie vielen wir ihn wiedererkennen. Wir kommen später nochmal darauf zurück, aber trotzdem. Unterredung, Digga. Welcher Mensch benutzt dieses Wort? Und damit war es das mit dem ersten der 14 Abschnitte. Ich will nichts hinterfragen, aber ich habe noch nie einen Stein gesehen, der nicht schweigt. Machen wir weiter. Ja, den hatte ich auch nicht mehr im Kopf, aber gefällt mir. Die Musiken sind jetzt alle aus dem Dorf. Die normale Battle Music passt zwar irgendwie da nicht so gut, aber hier gibt's zwei Versionen. Grab-Mini-Spiel weg. Der Track für die Kleeblätter heißt Seltsam geformte Rübe. Ist das dein Ernst? Das war nicht der Kleeblatt-Track. Nee, wenn man die Kleeblätter ausgräbt, das ist doch genau der Soundeffekt. Wenn man ausgraben, schon. Eben. Der kommt halt von der Rübe, die vorne in der Wow, also, die Namen sind hochkreativ, I see. Es kann auch gut sein, dass viele Tracks dieses Leitmotiv haben, aber wir es nicht hören, weil wir sie nicht lang genug hören. Ist das? Ja, das ist der perfekte Name für den Track. Friss und halt dein Maul.
Das ist, irgendwie erinnert mich der Name gerade so richtig dran. Gestern haben wir uns irgendwie eine halbe Stunde auf dem Valinisten-Discord-Server drüber lustig gemacht. Über den neuen Harvest Moon-Teil, der angekündigt wurde. Weil den Spielenamen hat irgendein besoffener Praktikant gemacht, Digga. Harvest Moon, eine Welt. Ach, nee, ich dachte, das wären zwei, danke. Okay, naja. Die Musik geht schneller, als ich dachte, muss ich sagen. Es sind ja nur 14 Abschnitte. Ja, gefällt mir. Und da steckt auf jeden Fall auch das Leitmotiv drin. Ich höre kaum Unterschied, aber muss ich wohl auch nicht. Betrunkene Teufel. Ach so, ja, das ist eine Legende, von wem welche Tracks sind. Ich glaube, Gelb und Blau hatten wir bisher noch überhaupt nicht. Bin ich gerade blöd? Was ist denn das für ein Theme? Wo kommt das her? Ja, aber wer ist das? Der schlafende Bär. Ach, der Bär? Susano, der Hässliche. Ach, da steht was anderes. Ups, muss ich mich verlesen haben. Die Fortsetzung. Naja, irgendwie, das klingt komisch, finde ich. Wenn ja, ist der Name ein bisschen scheiße gewählt. Ja, kann man mal machen. Ja, eigentlich ist das gerade eben, wir hören uns Musik an und alle drei, vier Stück bewerte ich mal. Nice, ne? Digga, die Musik höre ich immer, wenn ich die Schule betrete. Woran das nur liegt. Jetzt sind wir beim Shinshu-Feld. Die Musik haben wir auch oft genug gehört. Das ist die erste Sprintmusik, wo ich ein bisschen Unterschied raushöre. Ja, das ist auch so eine Musik, die wir oft genug hatten. Gerade am Ende, wo wir das Dojo nochmal leer gekauft haben. Ach, ist das das erste Gelbe? Bin mir gerade nicht 100% sicher, aber könnte sein. Dann lass mal hören. Ja, das ist das. Welcher See hieß Harami? Man merkt, ich weiß noch sehr viel über das Spiel, vor allem Early Stage. So? Warum klingt das wie ein Remix vom Endboss-Theme?
Also der Anfang hat sich sehr, sehr ähnlich angehört, zumindest zu Stell. Das Endboss-Theme habe ich mehr als genug gehört, dass ich weiß, wie sich das anhört. Das kannst du mir glauben. Ja, müsste aber wirklich der See sein. Ich habe irgendwie gedacht, wir brauchen ewig, aber wir sind jetzt nach 10 Minuten schon durch 4 Teile durch. Der Tanz hat eine eigene... Ja, das ist ein bisschen dumm. Also, erst Blizzard, dann Blütentanz, spielen wir jetzt Pokémon, oder? Das hat aber keine eigene Sektion. Das ist auch wieder dasselbe Leitmotiv. Ich sag's euch. Da gehen wir weiter. What? Ich weiß nicht mal, wie du den Pause gebracht hast. Ich erinnere mich auf jeden Fall nicht mehr an das! Das Die Mandarine ist gewachsen. Mann, was ein guter Name. Nein, nicht so weit runter. Jetzt kommt der Tanz selber. Finde ich aber auch nicht so toll. Du sollst nicht... Ja, ja, darüber reden wir nicht. Das heißt auch wirklich so. Ja, das kommt noch. Ich krieg Schmerzen davon. Ja, das gefällt mir aber ganz gut. Ich kann jetzt beginnen wie Sakurai. Also die Musik, nicht das Character Design, ne? Ich rede über die Musik. Den mag ich nicht so. Der Wald. Auch wenn ich mich echt frage, wie Areal 6... der Wald ist. Das heißt vollkommen Early Game und Areal 13 das Finale. Am Anfang ist es halt meistens gut eingeworfen. Das war's? Ich wollte ein bisschen weiterhören und gucken, ob das dasselbe Leitmotiv ist, weil ich mir vom Anfang her nicht sicher war. Ja, einer der besten Charaktere im Spiel, wenn nicht der beste, und auch gute Musik zu ihm. Der Wald hat deutlich weniger Musik, sehe ich schon. Und entweder redest du nicht oder du setzt dich da hinten hin, damit man dich in der Aufnahme überhaupt nicht mehr hört, weil so ein leises Hintergrundflüstern ist einfach Bullshit. Und genau so hört man dich im Moment. Das wirkt nicht wie ein Kampfteam, aber egal. Und warum heißt das dann Wacker bekämpfen? Mit Wacker spielen! Ist das euer Ernst? Ja, da waren wir nicht oft. Die Ruinen selbst. Hier haben wir gleich schön viele verschiedene Farben. Hier hat irgendwer die Ampel durcheinander gebracht, I guess. Ach, aber hier ist sie sogar richtig. Seht ihr? Ganz schlimm, das da. Es gibt 2 Speichern-Tracks. Wenn man zu schnell speichert, oder was? Riesenmonster wartet. Ah ja. Das war ein Track.
Jetzt kommen die Spinnkönigin-Tracks. Battle der Spinnkönigin. Dann eben jetzt! Was sind denn das auch für Namen? Wow! Den Track wollte ich jetzt hören. Taka-Ebene bis Windschreien. Blau ist es eins der ersten, glaube ich. Ich muss aber auch sagen, ich erkenne den. Das ist ein ganz anderer Stil. Es hört sich echt sehr anders an. Das Dorf Kusa am Start. Ich sehe schon, hier sind sehr oder relativ viele Themes. Ja, die Keks haben wir auch zusammengeschlagen, also passt. Die Musik hat aber auch an mehr Orten gespielt als nur bei denen, ne? Die kommt mir zu bekannt vor. Ah, wir sind schon beim Spasten-Clan. Und die heißen so, ob ihr wollt oder nicht. Okay. Der Musikbeginn hat oder was? Hat gepasst, sag ich mal. Ja, und das ist irgendwie Musik von jedem Gasthaus in dem Spiel, also. Da muss ich aber sagen, sind die Namen dann nicht gut gewählt. Dass zum Beispiel in jedem Gasthaus eine Musik spielt, die sie nach einem Einzelnen benennen. Diese Blauen haben wirklich einen anderen Stil als die anderen. Die von Rai Kondo Tease Music. Der krasseste Bosskampf im Spiel. Angeln. Und irgendwie der Name ist... Verpiss dich, Rothelm. Das hört sich an wie das normale Battle-Theme. Ja, so könnte ich Videozeit strecken, wenn ich das meiste nicht rausschneiden würde. Wo waren wir? Mortala. Ja, hier glaube ich. Auf jeden Fall höre ich jetzt ab hier. So, das meiste werde ich rausschneiden von dazwischen. Wie gesagt, ich habe die Aufnahme hier hauptsächlich angelassen, weil es dann einfacher zu synchronisieren ist für mich. Ja, guter Track. Das ist wahrscheinlich das schlechteste von Wakas Themes. Ich find's super, wie da schon Orichis Niederlage 1 steht. Servus. Orochis Niederlage 1. Wir können es gleich 1 nennen, der verkackt eh nochmal. Da verliert er schon zum zweiten Mal. Es ist manchmal schwer rauszuerkennen, ob das Leitmotiv drin ist. Hier ist es nicht drin.
Ja, aber das ist in Susanos Theme auch ein bisschen von dem Leitmotiv, was ich gesagt habe, drin steckt, schließe ich nicht aus. Guck mal, jetzt verliert er nochmal. Alles klar, Lord Ecke schreibt komische Dinge auf WhatsApp. Hilfe, warum existiert der? Weiter geht's. nee. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich mich in einem Video über seinen Scheiß auf Discord aufreg. Nein, also wenn ich's gesagt hab, meinte ich Discord. Ja, gibt's zum meisten hier nicht viel zu sagen. Das ist ein ganz guter Track. Ryushima Küste bis Hauptstadt hat ein paar Tracks. Ryushima Küste, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, das ist der Track, den ich im ganzen Spiel am meisten gehört habe. Dementsprechend, danke dafür, weiter. Oh, noch mehr Graben in die Spiel! Fuchsschlampenfilm, ich mein, hi. Ich zitiere nur. Mal Spaß. Yes, mal Spaß. Wieder mal diese zwei Versionen. Ich höre halt in der Regel nicht mal wirklich einen Unterschied. Das kennen wir mehr als genug. Mal Spaß. Ich kann allein aus der Musik schließen, dass der Tanz nicht gut ist. Du musst ihm nur durch die gesamte Stadt folgen und hier spielen. Und jetzt bekommen wir den Soundeffekt für die Kirschblütenbäume. Ja, hier haben wir wieder gutes Theme. Stahlbambus-Sprössling, alles klar. Ah, das war der Track, bei dem ich die ganze Zeit Shooting Star abgespielt habe. Weil ich's einfach kann. So, der Palast. Boah, ich überlege gerade, an welchen Track das mich erinnert. An irgendeinen Track aus einem anderen Spiel. Dann hat mich das gerade ganz extrem. Also zumindest der Anfang ist, glaube ich, irgendwie Paper Mario 1 Endboss-Theme oder sowas. Zumindest nur diese ersten paar Sekunden. Hier das. Bis an den Punkt. Das erinnert mich... Ich bin mir sehr sicher, dass es Paper Mario 1 irgendein Boss-Theme ist. Wahrscheinlich denken sich jetzt alle, was zum Fick, wo hörst du das raus? Ich guck mir das aber, nachdem ich das Video gemacht habe, nochmal an, ob das wirklich ist, was ich denke. Die muss sich keine Sorgen machen, die ist tot. Ich meine... Ich find's schön, dass der zweite Track hier schon gescheitert ist. Weiter geht's! Ja, wieder ein ganz guter Track.
Ich habe das Gefühl, wir haben hier lauter Tracks ein bisschen später, die eigentlich schon viel früher Sinn ergeben würden. Der Angelassistent. Wann spielt dieser Track? Ich glaube, dass jeder betragen kann. Ja, Drachenpalast hat ein ganz gutes Theme. Auch wenn ich den Unterschied nicht raushöre jetzt zwischen den Versionen. Das Innere des Wasserdrachen, auch gutes Theme. Verpiss dich aus dem Wasserdrachen. Hab ich. Ja, das Theme der Oni-Insel war jetzt nicht so besonders, hat aber gut atmosphärisch gepasst. Und die Niederlage von Neunschwanz. Jetzt sind wir bei Kamui schon angekommen. Wir nähern uns dem Ende. Okay, auch so mit Wacker-Kandidat für den besten Charakter im Spiel, meiner Meinung nach. Kamui im Nerd. Ist Kamui nicht das nördliche Land? Ja, eigentlich ist ein das zu abgegeben. Ja, Webcam. Die Stadt werde ich immer so nennen. Ja, Mann, der ist so riesig. Okis Schicksal. Und da ist es. Shakuyas Theme. Ich glaube, ich habe der Gegner mal mit Spiels gesagt, das heißt auch, dass du nach Shakuya gehst. Mit dem Namen Shakuya. Den Bergnamen finde ich auch immer noch. Zum Aussprechen war wirklich Kamui mein Lieblingsgebiet, sage ich mal. Die ganzen Namen der Charaktere, alle Regionen, einfach alles. Ich meine, Webcam, Etzo Fuji, es gab doch auch noch einige Charaktere mit Scheißnamen. Samikel. Wer denkt sich das aus? Nein, habe ich nicht. Weiter geht's. Okis Theme hier ein bisschen. Das ist... Hier ist tatsächlich schon... auch Richtung Finale natürlich. Bannung der Zwillingsdemo. Ich würde schätzen, das ist der erste Kampf gegen die... Das ist der zweite... Ja, das Finale hatte halt auch die beste Musik mit Abstand. Und meiner Meinung nach hat das Finale an der Stelle begonnen und nicht hier. Ja, das geht ja auch, wenn man auf der Linkung hört, dass man zwei, dass man weitergeht. Ach ja, Undertale-Referenz! Ich denke bei dem Namen an Undertale. Was willst du tun? Okay. Ja, okay. Kann man sich doch noch streiten, welches das schlechteste Wacker-Theme ist. Das hat auch Potenzial. Oh, stimmt. Das war ja die Szene. Oh Gott. Wirklich eine der dümmsten im Game. Also, jetzt die Finalmusik. Das ist eine ganz passende Musik auf jeden Fall. Untergehende Sonne ist was ganz Normales. Da braucht ihr keine solche Musik einführen. Das macht sie jeden Tag. Tja, trotzdem. Und gleich kommen wir zu den Final Boss Musiken. Hymne des Mondstammes. Und dann geht der beste Part los. Auch wenn die auch schon sehr gut ist.
erste Phase Yami Battle. Die Folge kann ich nur jedem empfehlen, das Finale, der es nicht gesehen hat. Eher gesagt, wenn jemand das Finale nicht gesehen hat, warum guckst du dann bis irgendwie, keine Ahnung, ich weiß wegen dem Cut nicht, wie lang es wirklich ist, warum guckst du dann eine halbe Stunde in die Musik rein, wenn du nicht mal das Finale des Spiels guckst? Was tust du hier? Das hatten wir ja gerade schon. Ich glaube, das hat auch dasselbe Leitmotiv. Das muss man sich ziemlich lange anhören. Tja. Aber ich glaube, das hat tatsächlich dasselbe Leitmotiv, das ich die ganze Zeit gesucht habe. Woran das nur liegt. Ich lasse das mal kurz laufen. Ich kenne einen Remix tatsächlich, in dem das Theme zusammen mit dem Pokémon Mystery Dungeon 2 Abschiedstheme gemixt wurde. Das ist eine gute Kombi. Und ja, das Theme ist auch gut und hat auch... okay, natürlich kann man sich jetzt streiten, ob das Leitmotiv für andere Themes ist oder ob irgendein anderes Theme unter anderem für das Leitmotiv ist. Aber für mich war schon immer das Leitmotiv. Das stimmt. Deswegen... So. Ja, Final Boss Theme ist eben meiner Meinung nach der beste Track im Game. Bleibe ich bei. Ist einfach gutes Theme. Kann man nicht viel zu sagen. Habe ich auch schon mehr als oft genug gehört. Ich lass mal kurz laufen. Ich hab das immer noch rausgeschnitten. Wahrscheinlich schon. So, die Ending-Themes. Was ist eigentlich das andere? Wait, hier haben wir das Kleeblatt... Wir haben das Kleeblatt-Theme doch vorhin schon mal gehabt. Das aber bei den Kleeblättern spielt. Was? Irgendwann wahrscheinlich schon. Und das wird das Credit-Theme sein. Jetzt will ich nochmal... Wo war das? Ah nee, das ist doch noch anders. Ja, hier sind halt die ganz krassen Soundtracks im Spiel, die kann ich mir stundenlang im Loop anhören. Ich mein, Alter. Digga, da reib ich zu! Ich bringe das mein Pro-Controller, der Pro-Controller war deiner? Ich hab dir irgendwas Weihnachten gewünscht. Sicher, dass das nicht ich war? Ach stimmt, nee, Wii U war ich. Weiter. Okay, der Unterschied ist, dass es hier noch weitergeht. Gut. Sehr gut. Fantastisch! Wunder! Ach so, das ist das. Und Demo. Die letzten zwei Tracks. Mann, was ein guter letzter Track. So, was wir aber noch machen heute, ist die Videoschatzkiste. Interne Firmenpräsentationen.
Und wir werden uns die Skins noch angucken. Ihr merkt, Okami war in alten Versionen ein bisschen anders. Boah, der Artstyle. Ich meine natürlich, das ist jetzt von 2006, müsst ihr bedenken. Oder früher. 2006 ist das Spiel erschienen. Ich glaube, der Artstyle macht Okami zwar sehr aus, aber damit hätte auf jeden Fall auch was ein Geiles rauskommen können. Das schon, aber trotzdem hätte ein sehr geiles Spiel rauskommen können, sag ich mal. Mir gefällt das ganz gut. Natürlich, wie gesagt, ihr müsst bedenken, das ist Grafik von vor irgendwie 15 Jahren oder mehr. Das Logo ist doch auch ein bisschen anders. Und ihr merkt, die Firmenpräsentationen sind nicht lang. Da sieht man schon den bekannten Artstyle. Okay, ein bisschen anders sieht's noch aus, finde ich. Natürlich hier im Moment noch gar nichts eingefärbt. Mir gefällt dieses alte Gegnerdesign ehrlich gesagt ein gutes Stück besser als das neue. Ich glaube, den Angriff hatte man nicht. Woran das nur liegen könnte. Okay, ich dachte, die Videopräsentation dauert 8 Minuten oder so, hat mir mal wer gesagt. Nicht ganz. Ja, dann gucken wir uns jetzt zum Abschluss der Folge noch die alternativen Skins an. Ich weiß inzwischen, wie man die sieht. Und zwar nur hier. Ach was, das hatte ich tatsächlich vor. Ich spiele jetzt ein ähnlich ausgefeiltes Neutral wie in Smash. Plus. Ich meine, in Smash drücke ich nicht Plus. Da drücke ich Down Smash. Das Problem ist, der Gag funktioniert inzwischen nicht mehr so gut. Und hier, ihr seht, wir haben in diesem neuen Spiel das ganze Zeug. Wo sind die Skins jetzt? Ach so, ich dachte... Den haben wir anscheinend gerade. Leicht anderes Aussehen. Oh mein Gott! Das bringt man in Zwischensequenzen aktivieren. Da glitscht Avatar die ganze Zeit ins Oh mein Gott! Oh mein Gott, dieser Sprite! Oh mein Gott! Es ist einfach fett. Das ist in die Form ohne rotes Aussehen halt. Ja, das sind Hundedesigne, die letzten drei. Ah, der Zoom ist gerade scheiße. Damit kann man wirklich zu einem Hund werden. Aha. Interessant. Ein Design haben wir nicht freigeschaltet, wegen dem Glück. Jedenfalls gehe ich mal davon aus, dass man für den höchsten Rang auch einen bekommen hätte. Ja, also ich denke, ich muss hier nicht wirklich kommentieren. Die Hundedesigns sind ganz cool, aber... Ne, was will man halt hiergegen tun? Es gibt kein besseres Design, das man hätte nehmen können. Oh mein Gott, sieht das toll aus. Fette Amaterasu. Und damit beende ich auch die heutige Folge von Okami HD. Beim nächsten Mal beenden wir dieses Spiel endgültig. Der letzte Abschnitt von Issuns Geschenken. Die Dämonenschriftrolle. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.